So, da geht's auch schon wieder weiter in der nächsten Runde. Das müsste jetzt die Folge 476 sein. Ich hoffe, dass ich jetzt damit nicht falsch lag. Wenn ja, dann berichtigt mich. Oder ich berichtige mich selber. So. So, dann werden wir ein bisschen Materialien haben. Die werden wir in Zukunft nämlich sehr, sehr viel brauchen dann. Das brauchen wir alles dann sehr, sehr viel. So, haben wir noch ein schönes Bäumchen. Genau, hier haben wir ja noch eins. So, da war es das auch schon wieder. Zack. Oh, und die Blätter hier, die gehen dann irgendwann von alleine weg. Huch, hier geht's ja nach unten. Hey, ich will ja hoch. Jetzt. Da ist so ein einzelner Baumstumpf. Ich glaube, ich will zu nah am Mikro, kann das sein. Huch, jetzt bleibt das wieder hängen hier in meinem Aufnahmeprogramm. Nicht so gut. Ich wollte sowieso mal aktualisieren. Ich bin bislang noch nicht dazu gekommen und darum ist oben noch das alte Wasserzeichen zu sehen. Ja. Man könnte sagen, alles beim Alten. Aber irgendwie wollte ich jetzt anfangen und irgendwie wollte ich jetzt das aufnehmen und da war es mir jetzt egal gewesen, in welchem Zustand oder zu welchem Stand jetzt mein Aufnahmeprogramm ist. Ne? So, haben wir irgendwas hier? Gehen wir noch ein paar Samen hier raus. Oh, doch, ein bisschen was. Cool. So. Was haben wir denn hier? Noch dazu hier. Es geht geschwind durch den Wald und wir tragen die Bäume ab. Der Guido sitzt in Quarantäne. Zum Coronavirus. Schlimm, 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 was so in der Welt passiert, ne? Es ist noch nicht mal ganz bewiesen, wo das Coronavirus herkommen soll, ne? Das ist ja auch richtig schlimm. Man das doch nicht mal weiß. So wirklich, so richtig. Aber einige Maßnahmen wurden jetzt schon getroffen, um das Virus irgendwie einzudämmen, dass wir ja irgendwie, ja, dass wir ja irgendwie geschützt werden, dass wir irgendwie gerettet werden hier noch. Ist schon krass zu wissen, dass so ein Virus sogar die ganze Menschheit auslöschen könnte. Ist schon krass, das zu wissen. So, hier haben wir noch ein paar schöne Röschen, die nehmen wir noch gerne mit. Achso. Ein paar Setzlinge, sehr gerne. Ich nehme doch gerne an mich ein kleines Äpfelchen, das nehmen wir doch auch. Ist nochmal irgendwo was hier, genau. Hier haben wir auch noch einen Setzling. Zack, nochmal das. Guck mal, der ist auch noch hier, den machen wir auch noch mit weg. So, das scheint ein großer Baum zu sein. Und da verabschiedet sich meine Spitzhacke. Spitzhacke, genau, die Axt ist es, die Axt. Keine Spitzhacke, es ist die Axt. So, sind irgendwelche Baumstümpfe noch hier drin? Ich hoffe nicht. Man könnte sich aber eigentlich auch so ein Dingens nehmen, so eine Schere. Und das ganze Laub hier wegschneiden. Das wäre vielleicht auch ganz gut, ganz praktisch. Warum ich mich immer rechtfertigen muss, ne? Das fällt mir jetzt gerade so ein. Warum tue ich mich immer rechtfertigen? Warum? Warum ist das so? Will eigentlich gar nichts Besonderes oder man hat sich halt mit irgendwas Mühe, wo man denkt, ja, es ist schon in Ordnung, aber rechtfertigen tut man sich halt dennoch dann, ne? Warum? Aus welchem Grund? Mensch, Devido, stell das ab. Stell das einfach ab, Junge. Das geht so nicht weiter mit dir, du. Hallo Kuh. Du warst Mo.
ein Hashtag Piepton auf und zu. So, was haben wir denn jetzt hier? Guten Tag, liebe Kuh. So. Sammeln wir uns ein bisschen die Setzlinge ein hier. Da haben wir noch ein bisschen Holz. Noch ein Setzling. Diesmal haben wir noch ein bisschen Holz liegen lassen, aus welchem Grund auch immer. Hallo. So. Setzlinge, alles voller Setzlinge. Da ist auch noch ein Setzling. Sehr schön. Das freut mir doch. So. Ach, hier runter geht es auch noch irgendwo hin. Wer weiß wo. Hier liegt noch ein kleines Äpfelchen rum. Das nehmen wir auch noch gerne. Nehmen wir noch gerne an uns. Hier sind auch noch Setzlinge. Mensch, meine Güte, was ist denn hier los? Sag mal. Überall die Setzlinge. Seht ihr mal, wie wir wieder rumgewütet haben hier. Sehr schön. Was ist denn mit dem Baum? Der ist da so eingefeicht, oder nennt man das überhaupt so eingefeicht, eingefercht oder wie nennt man das? Keine Ahnung. So. Jedenfalls müssen wir da irgendwas machen, dass der Baum da wegkommt. Kommen wir jetzt irgendwie hier rüber, ohne dass wir sterben? Das wäre, huch, das wäre ganz praktisch. Ich glaube mal, so schaffe ich das nicht. Muss ich mir jetzt irgendwas bauen, damit ich hier rüberkomme. Man könnte es auch anders machen, aber so geht das schon halbwegs. So. Das ist ein großer Baum hier. Ist das der Baum, der hier unten rumhängt? Klar, das ist der doch. Ach du lieber Himmel. Da ist schon etwas großes Bäumchen, ne? Und das Holz fällt nach unten, das ist natürlich nicht so schön jetzt. Hier drinne? Nö, haben wir nicht. Halt, ich müsste vorher gucken. Jo, wir sind sicher. Schaffen wir das hier runter ohne zu sterben? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir auf Nummer sicher gehen. Geht nicht, warum? Das geht doch jetzt. So. Ach, hier unten sind wir jetzt. Aha. Sehr schön. Halt, Moment. Ich hoffe, das war jetzt nicht in der Aufnahme zu sehen. So. Ich habe immer das Gefühl, dass die Musik zu laut ist. Ist es auch womöglich. Womöglich ist die Musik auch zu laut. Macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Ich weiß auch nicht mehr, in welcher Lautstärke ich damals die Musik hatte. Aber es müsste glaube ich schon so gehen, ne? Und ich damit nach der Aufnahme mal gucken, ob das so in Ordnung war. Ansonsten muss ich dann leiser stellen. Geht dann schon klar. Irgendwie. So, jetzt müssen wir ein bisschen Materialien kommen. Das kann glaube ich schon so passen. Das ist eine provisorische Brücke jetzt. Das wird schon passen jetzt hier. So, hier habe ich auch irgendwie mal gebuddelt. Da oben ist ein bisschen Eisen. Sand und sowas. War ich hier unten überhaupt schon mal gewesen? Ich glaube nicht, ne? Na gut, dann wollen wir uns mal ganz vorsichtig mal hier durchgraben. Am Ende wird man ja immer lauter, weil die Musik so laut ist. Gut.